Herzlich willkommen beim weiteren Shoutcast von mir. Mein Name ist Lil Yoshi. Wir befinden uns diesmal auf der Map Metalopolis. Und zwar ist das ein Zerg gegen Protoss. Auf der Protoss-Seite haben wir den Ruhr und auf der Zerg-Seite haben wir den Chakra. Na, es freut mich, dass mittlerweile auch ein paar mehr Zerg-Creeples reinkommen. Ich hoffe natürlich, dass das auch noch mehr werden. Erstens, weil ich, ja, wie viele von euch jetzt ja schon wissen, ein Zerg-Liebhaber bin und das auch selber gerne spiele, sofern ich dazu komme. Aber auch, damit ein bisschen eine Abwechslung dabei ist. Weil die meisten Protoss und Terraner-Ripples sind. Was natürlich nicht schlecht sind, könnt ihr ja trotzdem weiterhin schicken, ne? Gut, dann schauen wir mal genau, was passiert, was sie für einen Aufbau haben. Da haben wir 10 von 10, der Overlord ist bereits ebenfalls im Bau, schauen wir mal. Gut, hat fast kein Supply-Lock im Prinzip gehabt, ne? Also ist nicht am Limit vom die Versorgungseinheiten gewesen, am sogenannten Supply. Zwar kurzzeitig, aber es ist halb so schlimm. Ja, auf Seiten von Ruhr haben wir mittlerweile einen Warp-Knoten. Dieser verengt die Choke, das heißt, kann nicht direkt raufkommen werden. Und nutzt auch sein Chrono-Boost mittlerweile, um seine Eco voranzutreiben. Hat noch kein Gas. Hier sehen wir auf Seiten von Chakra. Der Chakra hat auf jeden Fall, also hat gleich das Gas. Mal schauen, ob er es auch abbaut. Hat aber noch keinen Pool. Ist jetzt auf, gut, waren 14 im Prinzip. 16 Pool kann man so sagen, wenn man jetzt die Drohne vom Extraktor mitnimmt, aber oben ist natürlich eine 15 gestanden. Ist ein bisschen verzögert, ist aber nicht insofern so schlimm, denn die Gegner müssen sich ja erst einmal suchen, was hier 4 Startpositionen gibt. Sie sind sehr weit auseinander, im Luftweg natürlich verkürzt, da man da fliegen kann, aber im Bodenweg noch weiter und es macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Gut, Chakra hat seinen Kontrahenten jetzt mehr oder weniger gefunden. Zumindest wenn er rauffahrt. Im Gegenzug war aber Ruhr, meines Wissens nach, ja. Ruhr war noch nicht unterwegs zu scouten. Und mal schauen, ob er sich da, ja, erholt sich hier den Extraktor. Und ist natürlich wunderschön. Unterbindet, dass in dem Fall Ruhr an das Gas rankommt. Aber hat auch die Sicht dran, kann natürlich auch wieder abbrechen und kriegt 75% der Mineralien zurück und kann wieder neu ansetzen. So kann er zum Beispiel entgehen, dass er zerstört wird. Das macht aber Chakra nicht, sondern er behält ihn einfach für sich. Gut, die eine Drohne wieder verschmerzen können, denn kann ich ja gerne noch einmal zeigen, schauen wir sich jetzt halber hin. Da haben wir 25 Mineralien, kostet einen Zergspieler nur einen Extraktor. Dafür verliert aber auch die Einheit, die wiederum 50 Mineralien kostet. Also in Summe kommen wir auf dasselbe wie ein Terraner oder halt auch ein Protospieler. Ja, weiß ich aber Ruhe auf jeden Fall zu helfen und ja, zerstört das jetzt. Kybernetik-Kern mittlerweile ebenfalls fertig, mal schauen. Gas hätte auf jeden Fall, um direkt die Warpto-Technologie zu erforschen. 3 Berserker hat er, noch keinen Stalker. Da geht Chakra auch direkt auf die Suche und schaut sich halt an, was Sache ist. Und ja, würde ich sagen, er haut jetzt auf jeden Fall ab, weil ihm klar sein muss, ja, okay, da wird ein Hetzer jetzt rauskommen. Ne? Warpto-Technologie wird immer noch nicht erforscht. Zweites Gas wird geholt. Schauen wir mal, ja gut, da sind auf jeden Fall genug Drohnen drin. Ist mehr oder weniger immer eine am Weg. Aber Chakra äxt sofort weiter, schickt die Queen nach unten und... Na, schickt sie doch wieder nach oben. Jo, wird sich halt zeigen. Hat die Queen genug Energie? Ja, die Queen hat im Prinzip genug Energie, um hier sich wieder mit Larven zu versorgen. Holt sich jetzt auch hier die Stachelgrabler, würde ich sagen, wieder dann hier umsetzen. Ne? Sofern der Kriecherschleim hier auch verbreitet ist. Ich bin immer noch der Meinung, wenn mehrere Kriechertumore auf einer Stelle sind, dann verbreitet sich der Kriecherschleim, also das sozusagen der Creep, weitaus schneller. Aber ja, konnte ich bis jetzt, ja, muss ich einmal hergehen und genau bis ins Detail testen. Wisst ihr es besser, hinterlasst es doch in den Kommentaren. Weil alles kann ich natürlich auch nicht wissen und ja, wenn es mich auch in manchen Sachen berichtigt, ich nehme sowas gern zur Kenntnis und versuche es mir natürlich auch zu merken, gell? Ja, kommen wir wieder zum Spiel.
Königin wieder 50 Energie, könnt wieder Larven setzen, setzt aber keine Larven, könnt sogar jetzt auf beide die Larven setzen. Nur eine Queen hat aber jetzt die Zerglinge, geht da ein bisschen auf die Suche. Ja. Der pustet irgendwas da raus, links weniger als wie rechts, aber na gut, sei es drum. Schauen wir mal, was Sache ist beim Ruhr. Der Ruhr hat mittlerweile gut, hat sich jetzt auch den Zirkel des Zwielichts geholt. Schauen wir mal, gut, nutzt ihn aber derzeit überhaupt noch nicht. Die Warp-Technologie ebenfalls noch nicht erforscht. Das Café, jo, da wird im Moment gar keiner drinnen sein. Ja, und da kommt die erste Begegnung. Zerklinge gegen Hetzer. Die Hetzer reagieren aber nicht. Jetzt reagiert Ruhr erst und kämpft. Hat ihm aber auf jeden Fall ein paar Hetzerkosten. Der eventuell kostet ihn das jetzt alle Units, denn er hat einfach zu spät reagiert und hat sich einfach nur mit Bewegen bewegt. Gut, da zieht sich aber Chakra jetzt zurück, weil ja, hat nicht mehr so viele Zerglinge stark angeschlagen, aber auch Ruhr verfolgt ihn nicht weiter und zieht sich ebenfalls zurück. Hat er auf jeden Fall gut gemacht hier, die Echse, ja, läuft noch nicht, aber wird demnächst laufen, würde ich mal sagen. Das zweite Gas noch nicht geholt. Schauen wir mal, ja, und da haben wir jetzt die Larvenproduktion, könnte auch wieder runtergehen, das wieder machen, holt sich da jetzt die zweite Königin, ja, könnte in dem Fall aber auch jetzt mehrere Kryptomore setzen, denn es gibt einerseits die Sicht, andererseits bewegen sich die Units einfach schneller. Ja, da ist Chakra wieder heraus. Mal schauen, ob er versucht reinzugehen. Da treffen sie wieder aufeinander. Diesmal reagiert Ruhr aber ein wenig schneller, bewegt sich da zurück. Könnte mehr oder weniger eigentlich einen Kampf eingehen, zumindest hier auf der Engstelle. Hat jetzt aber einen Hetzer vorne. Macht es jetzt fast richtig. Im Prinzip hier einfach die Berserker abstellen und wie man es hier sieht, schön mit Position halten. Ne? Dann kommt da nichts durch. Sie können nicht surrounded werden, obwohl den kleinen Spalt. Naja, Zerglinge sind ja klein und fies. Ne? Oder was haben wir denn da? Was ist denn das für Zeichen? Ah, habe ich auch noch nicht gesehen. Gut. Und ja, sind einfach klein und fies und kommen überall durch. Aber wir sind jetzt auch auf Seiten von Chakra mittlerweile Hydralisken. Schauen wir mal, das Upgrade ist ebenfalls in der Erforschung. Schauen wir uns einmal das Einkommen an. Haben wir 22, 22. Naja, die Echse rennt noch nicht wirklich. Da haben wir aber jetzt auch eine Evo Chamber. So wie wir hier den Stachelgrabler haben. Das heißt, da kommt auf jeden Fall nicht sofort durch. Müsst auf diese Seite die Queen. Geht wieder nicht her und schauen wir mal, ob es die Queen macht. Na, das sollte auf jeden Fall noch in den Griff kriegen, der Chakra, dass er die Queens effizienter nutzt. Will aber wiederum vorne hinein. Schauen wir mal, was hier passiert. Ein Templerarchiv. Ne? Das ist sicher nicht schlecht. Hat sich jetzt ein bisschen Armee geholt, auf was er da jetzt auch immer gerade geschossen hat. Ah, gut, hat die Zerglinge, die runtergerannt sind, mehr oder weniger erwischt. Gut, Chakra geht nebenbei scheinbar. Entweder will er sich verstecken und sie von hinten erwischen, oder ja, geht scouten. Ich würde eher sagen, er setzt sie ein bisschen abseits, damit er ihn praktisch von hinten erwischt. Vielleicht sind ja auch ein paar Units einzeln. Ja, und da haben wir dreimal einen Chronoboost, wo ein Chronoboost mehr oder weniger komplett ins Leere geht, da er einfach supply-blocked ist. Und nutzt den Chronoboost nicht auf den Psi-Sturm, aber holt sich jetzt mittlerweile trotzdem die hohen Templer. Ja gut, dann haben sie auf jeden Fall, die Energie ist dann vorhanden. Ne? Da haben wir einen hohen Templer. Gut, der kann nicht gebaut werden. Wird jetzt gebaut. Warum er die Warptor-Technologie nicht nutzt, ist mir ein bisschen unverständlich. Bewegt sich da jetzt aber auch vorwärts. Gehen wir mal schauen. Hoppala. Ja, vom Gase sollte er auf jeden Fall etwas tun, der Chakra. Mittlerweile hat er das zweite, aber er baut nichts ab. Hier hat er auch eines, baut aber nichts ab und das zweite ist noch gar nicht ausgebaut. Von den Armeen her, naja, da muss er auf jeden Fall trotzdem vorsichtig sein. Denn das ist jetzt auch eine Menge an Kleinholz, sprich an Berserker. Und da haben sie auch ihn anschauen, da kommt es auch direkt zum Kampf. Das erste, was gefallen ist, ist die Queen. Jetzt müssen natürlich die Berserker vorn direkt dran. Und da haben wir jetzt auch gesehen, dass die Zerglinge von hinten kommen sind. Und ja, jetzt hat aber auch Ruhr wieder ein Problem, weil mit denen hat er nicht gerechnet und ja, die Hydralisken tun halt ziemlich weh. Ne? Sind auch nur leichte Units, heißt der Bonusschaden zählt nicht. Da haben wir 10 Schaden und die Hydralisken machen 12 Schaden. Gut, da hat er jetzt keine Armee mehr. Hätte sich eventuell zurückziehen sollen in der Ruhr, denn das hat ihn jetzt die gesamte Armee gekostet. Wir haben zwar jetzt auf Seiten von Chakra auch nicht allzu viel Armee, massig an Mineralien mittlerweile, aber ja,
Er hat halt ein Gasproblem. Schauen wir mal. Baut oben immer noch nicht das Gas ab. Gut, hier haben wir null Larven. Die Queen hat volle Energie. Wird nicht genutzt. Die Queen hier unten ist gefallen. Gut, kann er mit der einen, die volle Energie hat, beide versorgen. Er versucht jetzt Ruhe, aber auch, warum auch immer, nicht bei der Natural, sondern etwas abseits zu exen. Denn, ja, ich würde sagen, Chakra wird ziemlich klar sein. Okay, gut. Er muss ja irgendwo auch exen, ne? Hat es jetzt auch entdeckt, ist auch direkt abgebrochen worden. Die Sonde hat er verloren. Hier mal dreimal eine Roboterfabrik. Naja, von den Ressourcen, ich weiß nicht, was er da genau bauen will. Ich würde mal schätzen, Kolosse wird er sich von den Ressourcen nicht leisten können. Er ist nur auf der Main und sitzt nur auf zwei Gas. Das heißt, ist meiner Meinung nach zu viel baut. Wo haben wir es denn? Naja, die kostet auch 100 Gas, ne? Schauen wir uns einmal das Einkommen an, ja, 2021. Versucht jetzt vorne wieder zu exen, aber hat halt keine Units, um das zu halten. Hat sie jetzt wiederum abgebrochen und versucht sich jetzt auch da zurückzuziehen. Gut, Chakra kommt da momentan noch nicht wirklich rein. Schauen wir mal, wo haben wir es denn? Gut, das Kaiderin-Amulett ist nicht erforscht. Das sollte Ruhe auf jeden Fall machen, denn es ist die Ressourcen einfach wert. Was haben wir denn da? Immortal, Immortal, Immortal. Gut, kann ich absolut nicht nachvollziehen, warum da jetzt Immortals kommen, denn wir haben Zerglinge als leichte Units. Dann weiß nicht, habe ich irgendwas verpeilt? Das kann es jetzt nicht sein, ne? Dann haben wir hier Hydralisken, Beobachter. Gehen wir mal nachschauen. Er besitzt keinen Beobachter. Ja, da haben wir es. Er weiß auch nicht, was Sache ist. Er kennt nur das unten. Umgekehrt, ja, kennt größtenteils, ja, die wichtigsten Gebäude, sagen wir bis jetzt auf die Robo-Facility, kennt Chakra alles und, ja, die Immortals sind meiner Meinung nach unnötig. Und Chakra kommt nicht rein und macht's ganz genau richtig. Er äxt direkt beim Gold und er äxt unten. Das heißt, er bekommt über kurz oder lang ein höheres Einkommen. Da bewegt sich jetzt aber auch Ruhe vorwärts, weil ihm einfach nichts anderes übrig bleibt. Denn er muss sich die Echse um jeden Preis holen in der Main. Ja, gut, ist zwar noch ein bisschen was. Wir haben da immer noch 22 Sonden, mehr ist nicht, aber was haben wir jetzt? Er pumpt weiter Immortals. Ja, das, wie gesagt, das ist was, was ich nicht verstehen kann. Wenn er auf Kolosse geht, ja, es sind keine Ultralisken da, es sind keine Schaben da. Das heißt, der Bonusschaden zählt nicht. Was haben wir aus Grundschaden? Ja, gut, der Grundschaden sind 20, aber naja. Gut, die High Templer sind voll aufgeladen. Er hat alles auf einen Shortcut, das heißt auch die High Templer. Sprich, er müsste rein theoretisch switchen, ne? Je nachdem. Ah, schauen wir mal. So. Ja, gut, kriegt automatisch die High Templer. Gut, die erste Echse ist fertig, die zweite Echse ist gleich fertig. Hier unten mittlerweile wieder eine Queen. Die Queen, ja, streikt aber scheinbar. Und die obere Queen streikt ebenfalls. Gehen wir mal aufs Unitab. Ja, ich fürchte, jetzt wird Chakra oder zumindest annähernd wieder in Ruhe einfach überrennen. Da sehen wir hinten, hinten die Hydralisken, die stellen sich schön auf. Jetzt kommen aber auch die ersten Storms. Ui, der Storm hat auf jeden Fall WLAN. Der zweite Storm, da hat sich Chakra nicht rausbewegt. Da hätte er sich auf jeden Fall rausbewegen müssen. Und gut, das hat ihm jetzt seine Units gekostet. Also ein Storm, es sind nur Light Units, ne? Und aus dem Storm muss er auf jeden Fall raus. Aber meiner Meinung nach ist für Chakra eher wichtig, dass er endlich das Gas hat. Er holt hier immer noch nicht das Gas, aber mittlerweile holt er sich hier das Gas. Jetzt wird aber auch Ruhe feststellen. Okay, hier ist das Gold. Na, geht auch direkt drauf von den Units. Ja, 18 Zerglinge sind da. Könnte er rein, theoretisch direkt mit den Zerglingen rein, aber ja, das sind halt Hetzer, die machen auch Schaden. Ne? Ja, natürlich machen sie Schaden. Ja gut, die Brutlinge hauen auch ein bisschen runter. Würde ich eher zerstören, auch wenn sie nur wenig Schaden machen. Sie machen nur mal Schaden. Da bereitet sich aber Chakra wiederum vor. Hat jetzt auch die Ressourcen, produziert einiges nach und da geht es wieder direkt in den Kampf. Die Hetzer stehen vor und da fällt ein Hetzer nach dem anderen. Und da sehen wir es jetzt auch, werden wir gleich sehen, wie schnell das seht ihr. Der Immortal, ich blende es wunderschön ein. Er zieht zwar den Immortal zurück, jetzt zieht er alle zurück, aber. Das ihr jetzt seht oder hört eventuell auch, hoffe ich zumindest, den Effekt, wenn die Schilde weg sind, ne? Oder wenn die Schilde noch nicht weg sind.
Ja, da hat er mehr oder weniger alle seine Units verloren. Die, ja, funktioniert immer noch nicht.